Knapp eine Woche nach der Ankündigung der US-Regierung hat das ukrainische Militär nun Streumunition aus den USA erhalten. Das teilte das Pentagon in Washington mit. Die Munition könne einen großen Vorteil für die Gegenoffensive der Ukraine bedeuten, insbesondere bei der Überwindung russischer Abwehranlagen. Weil sie aber auch so gefährlich für Zivilisten ist, ist Streumunition international heftigst umstritten. Russlands Präsident Putin hat unterdessen angedeutet, das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht verlängern zu wollen. So seien eigentlich versprochene Erleichterungen bei den Sanktionen für Dünge- und Lebensmittelexporte nicht erfolgt. Ohne Verlängerung läuft die Schwarzmeer-Getreide-Initiative am Montag aus. Blicken wir damit nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Guten Morgen, Christoph. Ja, also Wladimir Putin hat nun offiziell bestätigt, nach dem Putschversuch hat er sich mit dem verantwortlichen Wagner-Chef Prigozhin getroffen. Was ist also an Inhalten aus diesem Gespräch durch den Präsidenten jetzt bekannt gegeben worden? Ja, am 24. Juni war ja diese Meuterei, die gescheitert ist. Und am 29. Juni, also gleich danach, hat sich Wladimir Putin mit Jewgeni Prigozhin, dem Chef der Wagner-Söldner und rund 35 Kommandeuren oder leitenden Kämpfern getroffen im Kreml und hat eben erstmal auch sich der Erfolge gewidmet, also hat den Kämpfern gratuliert, zum Beispiel dazu, dass sie eben Bachmut eingenommen haben, Resultate geliefert haben in diesem Krieg. Aber dann ging es natürlich auch um die Aufarbeitung der gescheiterten Meuterei. Da hat dann Putin auch dazu seine Meinung wohl ganz klipp und klar gesagt. Und dann der dritte Punkt war, wie es weitergeht mit den Wagner-Söldnern. Und da hat wohl der russische Staatschef den Männern angeboten, unter ihrer bisherigen Führung weiterzukämpfen, aber unter der Ägide wohl des Verteidigungsministeriums. Und das scheint wohl Prigozhin selbst abgelehnt zu haben. Einige Kommandeure scheinen mit dem Kopf genickt zu haben, also zugestimmt zu haben, bereit gewesen zu sein. Aber wie gesagt, der Chef will seine Kämpfer wohl lieber unter seiner eigenen Führung behalten. Und dann hat Putin noch etwas Interessantes gesagt, dass es de facto die Paramilitärs, die privaten Militärunternehmen in Russland gibt, aber die Jure gibt es sie eben nicht und da müsse jetzt nachgebessert werden und das sei nun mal der Job dann auch des Parlaments, der Duma und der Regierung, also des Ministerpräsidenten und der Minister. Und das müsse jetzt angegangen werden. Ich denke, dass die Wagner-Söldner Putin weiter einsetzen wird, in irgendeiner Form, wahrscheinlich unter der Kontrolle des Verteidigungsministeriums zu einem großen Teil, wahrscheinlich auch in der Ukraine in Zukunft und dann sicherlich auch in Afrika, in Mali zum Beispiel oder auch in der Zentralafrikanischen Republik, im arabischen Bereich, in Syrien, in Libyen, überall da hat Russland wirtschaftliche, politische Interessen und da werden die Söldner zum Einsatz kommen, wohl auch in Belarus, bei Machthaber Lukaschenko sollen die Truppen von Lukaschenko ausbilden. Also es gibt was zu tun für die Söldner, wie gesagt, aber die große Zeit von Prigozhin, glaube ich, ist vorbei. Putin wird ihm diese Meuterei nicht vergessen, aber er wird ihn wahrscheinlich nicht komplett verstoßen, weil er ihn noch brauchen kann. Ein guter Bekannter und Verbündeter von Prigozhin, das war General Surawikin, dessen Spitz- oder eher Kampfname auch General Armageddon war. Der war jetzt erstmal verschwunden, aber nun gibt es Neuigkeiten. Ja, diese Neuigkeiten wollen die Kollegen vom Wall Street Journal erfahren haben. Also Surawikin ist seit dem 23. Juni wohl nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht und es gab hier sehr viele Spekulationen über den Verbleib dieses sehr hohen russischen Generals, wie du richtig gesagt hast, mit dem Kampfnamen Armageddon. Er hat im Westen oft einen Ruf wie Donnerhall, auch wegen seiner Aktivitäten in Syrien. Da soll er Städte einfach dem Erdboden gleichgemacht haben, heißt es bei westlichen Menschenrechtsorganisationen. So, und dem wird natürlich hier widersprochen, muss ich noch dazu sagen, fairerweise. Und dieser Mann ist wohl auch ein guter Bekannter von Prigozhin gewesen. Er soll von dem Meutereiversuch gehört haben, soll davon gewusst haben, aber wohl nicht teilgenommen haben. Es gibt hier sehr viel nebulöse Meldungen. Im Endeffekt wissen wir Reporter nicht genau, was mit Surawikin ist. Das heißt, er soll jetzt unter Arrest stehen und befragt worden sein, verhört worden sein. Zusätzlich seien wohl noch weitere 15 Kommandeure, hohe russische Offiziere suspendiert worden. Und das Ganze sieht so ein wenig aus nach einer Säuberung hier innerhalb der regulären russischen Truppen nach der gescheiterten Meuterei von Prigozhin.
Es scheint darum zu gehen, herauszufinden, wie loyal die wichtigen hohen Generäle sind und auf wen man sich verlassen kann und wer eben unzuverlässig ist. Und diese Klärungsarbeiten laufen wohl im Augenblick. Und für Wladimir Putin und das System Putin ist das Allerwichtigste Loyalität. Und wenn jemand im Verdacht steht, eben illoyal zu sein, dann wird es für diese Person sehr, sehr schwierig. Und dann war es das im Endeffekt mit der Karriere des Generals XY. Davon muss man ausgehen. Christoph, danke für all deine Einordnungen nach Moskau. In Kroatien kämpft die Feuerwehr gegen schwere Waldbrände. 30 Kilometer östlich von Split brannte ein ganzes Dorf nieder. Mehrere andere sind akut bedroht. Begünstigt werden die Feuer durch ungewöhnlich heißes Wetter in Südeuropa von aktuell 40 Grad. Und laut europäischer Raumfahrtbehörde ESA könnten am Wochenende sogar die höchsten Temperaturen erreicht werden, die jemals in Europa gemessen wurden. Spitzenreiter ist zurzeit Sizilien. Dort rechnet die Behörde weiterhin mit einem Höchstwert von 48 Grad Celsius. Ja, Katja, trotz der Kritik aus der Gesellschaft und parteiübergreifend der Politik wollen die Klimakleber auch heute ihre Blockadeaktion bundesweit fortsetzen. Und damit soll der Urlaubsverkehr wieder gestört werden. Die Aktivisten der Gruppe Letzte Generation fordern entschiedenere Klimapolitik der Bundesregierung. Da die Aktionen auf den Überraschungseffekt setzen könnten, neben Straßen und Autobahnen auch heute wieder Flughäfen betroffen sein. Nach den Aktionen in Hamburg und Düsseldorf steht nun die Sicherheit an den Flughäfen im Mittelpunkt. Außerdem sollen die Aktivisten die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Damit drohen Millionenstrafen. Matthias Heinrich berichtet. Einfach mal kurz den Zaun durchschneiden und rauf auf das Flugfeld in Berlin. Das war im November. Die gleichen Bilder gestern aus Hamburg und Düsseldorf. Wohlgemerkt, Flughäfen gehören zur Sicherheitsinfrastruktur. Wir arbeiten ja gerade an einem Kritis-Dach-Gesetz. Das heißt, es wird demnächst tatsächliche Standards für die Betreiberinnen und Betreiber kritischer Infrastruktur gehen. Dazu gehören auch die Flughäfen. Und das wird auch zu einer besonderen Sicherheit der Flughäfen weiterhin führen. Weiterhin führen? Die Realität beweist doch das Gegenteil. Was kündigte die Ministerin noch einmal an? Demnächst tatsächliche Standards für die Betreiberinnen und Betreiber kritischer Infrastruktur gehen. Diese Betreiber sind aber private Gesellschaften. Bayern geht einen anderen Weg. Hier sorgt die Polizei für Sicherheit, gut so sagen Polizeigewerkschafter. Dann, wenn private Unternehmen wie Flughafenbetreiber oder auch private Sicherheitsdienste für diese Sicherheit sorgen sollen, dann stehen wirtschaftliche Interessen immer im Vordergrund und niemals sicherheitspolitische. Dann ist ja gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn wirkliche Terroristen diese Sicherheitslücke nutzen. Allerdings auch in München drangen im Dezember Klimakleber auf das Rollfeld. Also auch nicht optimal. Für die Aktivisten soll es jetzt richtig teuer werden. Der Bundesverkehrsminister kündigt Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe an. Eher hilflos wirkt Volker Wissing beim Thema Sicherheit. Klar ist aber auch, Sie können einen Zaun um einen großen Flughafen nicht so überwachen, dass quasi überall immer ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin steht. Trotzdem müssen die Sicherheitskonzepte überprüft werden. Man muss schauen, ob zusätzliche Überwachungsinstrumente eingesetzt werden müssen. Sicherheit ist am Flughafen extrem wichtig. Warum soll eine lückenlose Überwachung eigentlich nicht möglich sein? Gerade bei so sensiblen Einrichtungen wie Flughäfen. Israel macht es vor. Der internationale Flughafen Ben Gurion ist von gleich mehreren Sicherheitszonen umgeben. Wer zum Flughafen will, wird schon im Vorfeld abgecheckt, ohne dass er es merkt. Seit einem Terroranschlag 1972 gab es keine nennenswerten Vorfälle mehr. Und zugeschaltet ist uns Leonie von Rando. Leonie, wieder mal droht ja nun die Politik mit härteren Strafen. Aber dauert das nicht eigentlich viel zu lange, bis der Staat reagiert? Guten Morgen, Katja. Guten Morgen, Carsten. Ja, tatsächlich ist es so, dass über alle drei Ampelparteien hinweg eigentlich Einigung herrscht. Das Verständnis für die Aktion der Klimakleber, das geht gegen null. Wer also glaubt, dass die Ampel dieses Verhalten gutiert oder eben zumindest nichts gegen diese Aktionen hat, der täuscht sich schon mal. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Ampel sich zumindest nicht für härtere Strafen einsetzt für die Aktivisten. Es hat ja von der Unionsfraktion vor ein paar Monaten im April einen
entsprechenden Antrag im Bundestag gegeben. Da waren eben drastischere Freiheitsstrafen gefordert worden. Und die Ampelparteien, die haben dagegen gestimmt damals und haben eben damals gesagt, diese Forderung nach härteren Strafen, vor allen Dingen eben auch nach Freiheitsstrafen, die sei populistisch. Da wird nämlich immer wieder so argumentiert, dass es ja schon viele Instrumente gäbe, um eben hart durchzugreifen gegen die Klimakleber. Und deswegen sei das gar nicht notwendig. Marco Buschmann, der Justizminister, der hat ja jetzt auch noch mal gesagt, wenn sich tatsächlich eben der Verdacht erhärten sollte, dass es um einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr geht, dann drohen bis zu 10 Jahre Haft. Guckt man jetzt aber nach Hamburg, dann sieht man, was ist da gestern Abend passiert. 10 Aktivisten sind freigelassen worden, weil sich dieser Verdacht eben nicht erhärtet hat. Und dann sind sie eben am Ende wieder auf freien Fuß gekommen. Da darf man also dann eben doch die Frage stellen, ob die Strafen tatsächlich hart genug sind. Leonie, kann man nicht auch erkennen, dass bundesweit die Länder, die Kommunen unterschiedlich mit der aktuellen Gesetzeslage umgehen? Denn man sieht es ja, Berlin ist am Anfang immer gewählt worden von den Klimaklebern für ihre Aktionen, weil der Berliner Senat nicht so hart durchgegriffen hat. In Bayern zum Beispiel ist da ein ganz anderes Bild. Aber muss man da auch wirklich abschränken, wo man wohnt, dass die Gesetze da unterschiedlich umgesetzt werden? Ich glaube, in vielen Kommunen und in vielen Städten ist der Frust einfach groß, dass es auf Bundesebene nicht schnell genug vorangeht, was da eben den Umgang mit den Klimaklebern angeht. Und deshalb haben eben viele begonnen, selber sozusagen das Kommando zu übernehmen. Gerade eben erst Nürnberg. Gestern hat die Stadt eben beschlossen, dass es eine Allgemeinverordnung geben wird und dass eben verboten wird, sich auf Fahrbahnen festzukleben. Und in Stuttgart, da hat es was ganz Ähnliches gegeben. Auch da ist es bis Ende des Jahres auf wichtigen Straßen verboten, sich festzukleben, festzuketten und dergleichen. Da übernehmen also jetzt einfach die Städte selber. Allgemein muss man aber sagen, du hast es eben schon angesprochen, vor allen Dingen in den Ländern, die unionsgeführt sind, wird härter durchgegriffen, also eben zum Beispiel in Bayern, aber auch in NRW. Bayern, das du vorhin ja angesprochen hast, da ist es ja üblich, dass regelmäßig auch von der sogenannten Präventivhaft oder dem Präventivgehorsam Gebrauch gemacht wird, dass Aktivisten also schon bevor sie eine Straftat verüben, aber nachdem sie sie angekündigt haben, dass sie das vorhaben, in genommen werden können. Keine ganz unumstrittene Praxis. Und in NRW, da macht sich eben der Innenminister Herbert Reul, auch er von der CDU, eben immer dafür stark, dass eben auch dafür gesorgt wird, beziehungsweise dass man sich eben bemüht, nachzuweisen, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handelt bei der letzten Generation, dass das eben geprüft werden muss. Das lassen verschiedene Bundesländer prüfen, aber das ist eben gar nicht so einfach, denn dafür müsste man feststellen, dass der Zweck der letzten Generation ist, Straftaten auszuüben. Und der eigentliche, zumindest offizielle Zweck der letzten Generation, das ist ja der, für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Leonie, danke für die Einordnung vor das Kanzleramt. Bisher noch keine Informationen über weitere Blockadeaktionen, aber wir werden natürlich ein Auge darauf richten. Danke erstmal für den Moment. Kanzler Scholz hat den Vorstoß von SPD-Chef Klingbeil für eine Abschaffung des Ehegattensplittings zurechtgerückt. Das Ehegattensplitting sei Gesetzeslage in Deutschland. Es gäbe aber natürlich immer mal wieder Diskussionen, ob es nicht unverhältnismäßig sei, gerade bei denjenigen, die ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienten. Abstriche zu machen, sagte der Sozialdemokrat bei einem Bürgerdialog im Bayerischen Füssen. Aber für Normalverdiener habe niemand vor, eine Verschlechterung der steuerlichen Belastung vorzuschlagen. Und damit hat Scholz Klingbeils Vorschlag kassiert. Klingbeil hatte nämlich angeregt, das Ehegattensplitting für neue Ehen abzuschaffen, anstatt das Elterngeld damit zu kappen. So, aber bei dieser Befragung durch die Bürger wurde der Kanzler sogar zwischendurch einmal kurz persönlich. Es ging darum, mit welchem anderen Regierungschef er gerne mal wandern gehen würde. Und ich habe wirklich gute Freundschaften mit denjenigen, die in Europa zum Beispiel regieren, und würde mit denen auch eine Hüttenwanderung machen. Also Macron, ich glaube, der käme auch mit. Oder der spanische Ministerpräsident Sanchez, das ist auch einer, von dem ich glaube, dass er auch sportlich mithalten könnte und das darüber schafft. Und da gibt es noch so ein paar andere. Also das ist schon so, da sind viele, die ganz nett sind. Und tja, naheliegenderweise sage ich, mit wem würde ich jetzt gerade keine Hüttenwanderung machen? Putin?
Da sind wir mal gespannt, wo der Kanzler in den Urlaub hinfährt. Ob er wandern geht oder sich vielleicht doch nur in die Sonne legt. Aber auf jeden Fall, bevor er in den Urlaub geht, stellt sich Olaf Scholz in der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin heute nochmal den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Dabei dürfte es um den Dauerstreit in der Ampelkoalition gehen. Aber ein weiteres mögliches Thema, das ist dann natürlich der Umgang mit der AfD. In der Außenpolitik werden kurz nach dem NATO-Gipfel auch Stellungnahmen zur Sicherheitslage in Europa erwartet. Für Scholz ist es die zweite Sommerpressekonferenz seit seinem Amtsantritt. Die findet in der Bundespressekonferenz statt, der Verein der Hauptstadtkorrespondenten, bei denen die Befragten den Status eines Gastes haben. Und damit in den Iran. Dort ist ein kurdischer Oppositionspolitiker offenbar zu Tode gefoltert worden. Der 24-jährige Peyman Galvani war Mitte Juni vom Mullah-Regime verhaftet worden. Vor wenigen Tagen fiel er dann ins Koma. Er kam ins Krankenhaus und dort ist er auch gestorben. Fotos aus dem Krankenhaus zeigen deutliche Foltermerkmale. Peyman Galvani, auf Anweisung des iranischen Regimes Mitte Juni verhaftet, weil er kurze Zeit Mitglied einer oppositionellen Partei war. Jetzt ist er tot. Diese Bilder sollen zeigen, dass er von Sicherheitskräften der Iranischen Republik zu Tode gefoltert wurde. Er muss an seinen Füßen aufgehangen worden sein. Das Blut ist ihm sozusagen zu Kopf gestiegen. Also das ist eine sehr, sehr bekannte Foltermethode im Iran. Das ist ein so hohes Maß an Menschenrechtsverletzungen, was wir derzeit beobachten. Im Heimatort des Toten demonstrieren die Menschen bei seiner Beerdigung. Laut Menschenrechtsorganisationen ist der Tod des jungen Mannes kein Einzelfall. Auch der politische Gefangene Musa Ismaili starb wohl unter Folter. Und nicht nur politische Gegner werden ins Visier genommen, auch unliebsame sexuelle Orientierung wird vom Mullah-Regime bekämpft. Der iranische Präsident Raisi sucht dabei neue Verbündete. Visite beim ugandischen Präsidenten. Das afrikanische Land hat vor kurzem ein Gesetz gegen Homosexuelle verabschiedet. Selbst die Todesstrafe ist danach möglich. Der iranische Präsident begrüßt das. Der Westen versucht, Homosexualität als ein Zeichen von Zivilisation darzustellen, obwohl sie eine der schmutzigsten Dinge ist, die in der Geschichte der Menschheit geschehen sind. Das iranische Regime verfolgt Mitglieder der LGBTQ-Community im eigenen Land. Von Peitschenhiebe bis zu Todesstrafe hat ja iranische Strafgesetzbuch ja Strafen vorgesehen. Und auch gegen Frauen geht das Mullah-Regime weiterhin mit Gewalt vor. In den letzten Demonstrationen zum Beispiel wurden 200 Frauen mit Schrotkugel in die Augen geschossen. 200 Frauen sind an einem Auge erblindet. Der iranische Rapper Tumach Salehi kritisierte die Brutalität des iranischen Regimes immer wieder in seinen Songs und wurde wegen seiner Solidarität zur Protestbewegung nun zu 6 Jahren Haft verurteilt. Doppelpunkt, Unterstrich oder Sternchen im Wort. Der Rat für deutsche Rechtschreibung will heute neue Richtlinien zur sogenannten Gendersprache veröffentlichen. Sonderzeichen zur Kennzeichnung aller Geschlechter sind zwar in vielen deutschen Schulen, Hochschulen und Behörden üblich geworden, werden aber nicht einheitlich verwendet. Ein entsprechender Passus im amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung existiert bislang nicht. Der Rat hatte sich ja zuletzt 2021 dagegen entschieden. Hollywood und Streik, das sind zwei Begriffe, die man normalerweise nicht zusammen nennen würde, muss man aber jetzt, denn die amerikanische Traumfabrik ist lahmgelegt. Man könnte fast sagen, der Dream Factory droht der Ausnahmezustand. Die Drehbuchautoren, die sind ja schon seit April im Streik und jetzt legen auch die Schauspieler ihre Arbeit nieder. Und das gab es zuletzt tatsächlich im Jahre 1960. Kurz vorher ist die Filmwelt noch in Ordnung, jedenfalls an der Oberfläche. In London ist Europapremiere für Oppenheimer, Christopher Nolans Film über den Physiker Robert Oppenheimer und die Entwicklung der Atombombe. Alles findet aber eine Stunde früher statt als ursprünglich einmal geplant. So können die Stars noch über den roten Teppich flanieren und Interviews geben, bevor der Streik ausgerufen wird. Ab dann ist auch so etwas verboten. Wir sind richtig stolz darauf und haben schwer daran gearbeitet, sagt Matt Damon. Alles war auch schon vorbereitet, also wollten wir das jetzt auch noch durchziehen. Und wenn der Streik ausgerufen wird, gehen wir heim. So kam es dann auch. Nach dem Auftritt auf dem roten Teppich verließen Matt Damon und andere Stars die Oppenheimer-Premiere. Der letzte Schauspielerstreik in Hollywood ist über 40 Jahre her. Dass zur gleichen Zeit auch noch die Drehbuchautoren streiken, mehr als 60 Jahre.
Die größte Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA hat den Streik ausgerufen. Die Zustimmung dafür lag bei 98%. So schlecht fühlen sich die Schauspieler von den Filmstudios behandelt. Natürlich geht es dabei auch um Geld, wie zum Beispiel aus dem wachsenden Streaming-Geschäft. Jetzt nur ein paar kleine Änderungen an einem Vertrag machen zu wollen, sagt die Gewerkschaftschefin, der seit 1960 entstanden ist, vor dem Internet, vor dem Digitalen, vor allem, was uns heute bedroht, das ist doch verrückt. Before there was anything that's threatening us today, is crazy. Eine ganz andere Sorge treibt die streikenden Schauspieler aber genauso sehr um. Was ist mit künstlicher Intelligenz? Kann der Computer schon bald ihr Gesicht verwenden und in einen Film einbauen, sodass Schauspieler nicht mehr gebraucht werden? Unsere Verträge geben den Studios und Fernsehfirmen die Rechte an Namen und Bild der Schauspieler. Das geht normalerweise automatisch für das jeweilige Projekt. Wir können jetzt aber aushandeln, wie das verwendet wird, auch über die einzelne Show oder den einzelnen Film hinaus. Der Streikwille ist hoch. Alle Mitglieder müssen sich auch daran halten. Nichts wird jetzt also noch produziert. Keine Serie, kein Film. Was abgedreht ist, kommt natürlich noch in die Kinos. Und das wird noch eine Weile so gehen. Denn an großen Filmen wird schließlich jahrelang gearbeitet. Auch wenn die Schauspieler schon längst weitergezogen sind. Ja, das ist wirklich ein ganz ungewöhnlicher Fall, muss man tatsächlich sagen. Denn in Italien fasst ein Hausmeister einer 17-Jährigen von hinten in die Hose. So geschehen im April vergangenen Jahres. Und der 66-Jährige, der hat dort den Übergriff zugegeben, sagt aber, das sei ein Scherz gewesen, in die Hose zu fassen. Ein Gericht in Rom sprach ihn daraufhin frei. Die Begründung, der Grabscher habe keine sexuellen Absichten gehabt und er habe keine 10 Sekunden lang zugepackt. In den sozialen Medien hat das Urteil eine Protestwelle ausgelöst, so wie in diesen von Schauspielerinnen nachgestellten Übergriffen, die mit einer herunterzählenden Uhr zeigen, wie lang sich 10 Sekunden anfühlen können und auch eigentlich sind. Schon 2016 war ein damals 65-Jähriger in einem ähnlichen Fall ohne Strafe davongekommen. Ihm hielten die Richter einen, wie es hieß, unreifen Sinn für Humor zugute. Damit schauen wir auf unsere gute Nachricht des Tages, weil das kann man eigentlich gar nicht kommentieren, was da passiert. Muss man auch nicht. Muss man nicht, ne? So, die gute Nachricht des Tages, grüne Welle fürs Blaulicht. Bisher sorgen ja Blaulichter und Sirenen dafür, dass wir auf den Straßen Platz machen, wenn Polizei, Notarzt und Feuerwehr schnell an uns vorbei müssen. Zum Einsatz, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitet jetzt aber an einem neuen System, durch das die Rettungskräfte ganz automatisch immer grüne Ampeln haben. So berechnet eine spezielle Software erst die beste Route für alle Ampeln gleichzeitig auf grün. Der Serienreife stehe auch nichts mehr im Weg. Nach erfolgreichen Tests in Labor und Simulator hat das System jetzt auch den Praxistest bestanden. So, jetzt haben wir schöne Bilder, ungewöhnliche Bilder. Die Polizei von Santa Cruz in den USA, die waren Surfer derzeit besonders wachsam zu sein. Denn die Wassersportler könnten Begegnung mit einem Otterweibchen machen. Das knabbert regelmäßig Surfbretter an oder kapert diese gleich komplett, wie diese Bilder zeigen. Allerdings verlaufen nicht alle Begegnungen so harmlos. Deshalb will das Monterey Bay Aquarium die Otterdame nun einfangen. Jetzt ist also die Frage, ob sie weiter surfen darf.